ich habe ja noch Pfeilspitzen für dich. Das Problem ist, ich kann dir halt so nichts craften derzeit, weil mir die restlichen Komponenten fehlen. Nein, nein, die Pfeile. Pfeile an sich. Achso, ich gehe schon wieder nach Amadia. Ja. Ich muss Sachen verkaufen. So, dann gehen wir erstmal zu Zwergis Kumpel. Ist dann im Lagerfeuer da. Jo. Und ich war jetzt in dem Zelt da drin. Ach ja, da sind wir vor sich hin. Laszlo. Scheiße, jetzt hab ich hier den ganzen Mist für umsonst verkauft. Ich bin ein Trottel. Gab aber mal einfach so 800 Sympathiepunkte. Obwohl ich schon bei 100 bin. You get any more songs in you? This savage beast could use some soothing. Well, I got a right good rebel whooper on hand, born in of the barbaric beast. The others, well, it ain't so respectful, but Royal Guards folk on holiday always ate it up. Gotta admit, I'm tired of hearing the shanties all singing my praises. Let's hear the royalist tune. It dresses me down real good. One royalist tune coming up. Oh, Master Smiles, bastard born, the man of life enraged. A gnashing varmint, he became so quaint I'll venture cage him. A pitiful sight, his inadequate fight, the quivering lump sent out a queen sight. Marcus Miles, bastard born, the royal knights upstaged him. Ha! I knew there'd be some good lines in there. Quivering lump. Too funny to be mad at. The royal guard had sing this while wandering the hinterlands, looking for rebels in the shadows. Time ago, of course, back when you were banished to the Isle of Mist. Beast looks to the ground for a moment, for just a moment. His cheeks rise and redden, and he roars in laughter. Those were the days, eh, chum? Well, I've got to get moving. Good to see a friendly face. Ain't too many wandering around this glum camp. Okay, hab mit ihm gesprochen. Kannst du mir mal einen Gefallen tun und... Soll ich jemanden ablenken? Nein! Aber könnte dein Elf mal diesen Ring kurz anziehen? Oh, ich habe das Gefühl, dass ich wieder verflucht werde. Einen Moment. Ja, lege verflucht fest. Schon klar. Danke. Und jetzt? War für meine Quest. Jetzt kannst du ihn wieder abgeben. Sich noch Polymorph und deine Flügel. Ja, stimmt, das würde auch gehen. Nein, ich habe keinen einzigen Punkt mehr in Polymorph. Bitte. Weißt du, immer diese immobilen Klassen. Siehst du ungefähr so. Schlimm, oder? Und jetzt was noch? Hat nicht funktioniert. Au! Doch, hat irgendwie funktioniert. hat jemand meinen linken Arm gesehen? Ja, habe ich in der Tasche. Das ist noch drüben geblieben. Ich glaube, den hat Kirkus da drüben. Ja. Mir steht das Wasser bis zum Hals, Jungs. Gibt's vielleicht von der anderen Seite noch einen Weg? Warte mal. Wenn du... Ah ja, du kommst von hier auch. Wenn du durch das Labyrinth durchgehst. Also das Gargoyle-Labyrinth. Nicht erreichbar. Wie laufe ich denn jetzt am dümmsten? Klick einfach hier hin. Warte.
wenn du den Ping siehst. Und? Ich ping einfach so lange, wie du es siehst. Jo, hab ihn geklickt. Oder geht's? Kannst du von hier irgendwo. Warte, darf ich mal was ausprobieren? Oder kommt dann ein Kampf, wenn ich jetzt rechts lang gehe? Wenn du weiter über den Strand gehst, könnte ein Kampf kommen, weil du dann zu der Truhe kommst. Okay. Du musst die Truhe ja erstmal befreien. Ja, aber du wirst ja direkt in das Gespräch gewickelt, oder nicht? Ja, aber du musst ja erstmal die Truhe segnen. Oh, ich habe einen zerbröckelten Schädel gefunden. Ist das gut oder ist das schlecht? Also von hier hin. Nee. Bin halt nicht sicher. Also hier ist ja dieser Gargold. Also so, hier ist ein Durchgang. Hier komme ich hoch. Jetzt die Frage, ob er hier hochkommt. Wo hoch denn? Ich bin jetzt. Bin jetzt bei einem von euch beiden. Bin bei euch beiden. Hinter euch. Also, ja gut. Dann können wir hier runter. Ja. Nani? Ich habe aber zu viel geklickt und bin wieder hochgeklettert. So. Rubbish. Nein, ich will. Ihr könnt euch schon mal hier positionieren. Ja, ich hielt hier dann eh gleich wieder. Nee, der Typ bleibt nicht stehen, aber du kannst da oben auf den Felsen, da kommen welche. Oder da, wo, also, oder hier so. Da spawnt was. Hier spawnt was. Sex-Sapper. Ja, Lorine, erfolgreich. Let's start from the start. That jar's a precious thing. Use the hand it over and right it will a great role be. Eins. Sagen, dass du es gegen Selbstmantel tauscht. Eins. Support tilts his head. The vertebrae in his neck bulge unpleasantly while he thinks your words over. Agreed. Lol. Worthless without its like is that coat. Ill intended killer for your sake. Nein, wir haben den Kampf geskippt. Yes, haben wir jetzt nicht irgendwie einen geilen Mantel oder so? Sorry, das ist halt. Das war halt mal nicht kämpfen, sondern mein Kampf aus dem Weg gehen. Ja, wir haben jetzt einen schönen Mantel. Aber wir brauchen noch die anderen Teile dafür. Und das heißt, wir müssen zum Drachenstrand. Und das heißt, wir müssen. Ja, okay, nee, das Lager hatten wir noch nicht. Dann am besten zu der. Megalmore verfallene Burg. Also dafür bin ich jetzt diesen Umweg mit Zwerge gelaufen. du wolltest das Zwerge da drüben ist. Ich dachte, das wäre krass. Ah, man lernt nie aus. Und dann hier hin. Wo? Wolltest du? Wo? Hier? Toter Bär, aufpassen. Oh, du verschlafst da lang. Ich halt mal den. Erstmal den Punkt da oben frei in dem Lager.
Hier, wir müssen auch die Kapitänsschuhe hier vergraben sein. I spotted something. Gut. Hast du noch Dietrich? Nee, hab ich nicht. Ach, oder nee, Dennis hat auch seinen Skelettfinger. Ich hab Skelettfinger. Unberichtbare Kapitänsstiefel. So, da unten war auch noch ein Truhe. Betrüchtchen. Schlosskarten da. Kapitänsstiefel. Uiuiui. Mutbau. Mein erster Bogen. Oh, was ist dein erster Bogen? Ja, das, was du am Anfang auf dem Schiff bekommst, ist hier auch mit drin. Guck mal, das, ich habe wieder was für dich. Was hast du? Ich habe dir was geschickt. Eine Lose. Granata. Das ist was zum Identifizieren, also an mich. Das kannst du auch an Nalu schicken. Ja, ihr Typen, ihr leidet richtig hart. Konstitution? Braucht ihr? Nö. Ich hab erstmal ordentlich. Oh, hier hängt ein Pfeil einfach so dumm in der Luft herum. Ja, warte, ich muss ihn identifizieren. Kommt drauf an, Dennis, willst du das haben, sonst ist das für Zwergi, muss ich sagen. Meinst du das Schwert oder? Ja. Ja, also ich muss mit Einhandwaffen kämpfen. Da ist er. Nee, das war eine Zweihänder. Das sind Zweihänder. Ah, okay. Lask ist jetzt zum Eisdrache unterwegs. Ich habe mich jetzt auch auf den Weg geschickt. Ich mache nur schon mal die Totems. Moin, Junge. Leute, wartet. Flauch. Ja, könnt ihr euch gerne mit ihm unterhalten. Okay, Moment. Ich mag den nicht. The freed dragon looks sick and pale. As you approach, he stretches his tattered wings weakly and fixes his intense gaze upon you. Wem bieten beide Zwerge sich weiter auf die Fresse? My gratitude for your efforts, friend. Yet I am no more free now than I was in those chains. Please, help me find true liberty or sing me to the endless slumber. But of course, that must be why you stand before me. Slain called to the Lord of Death, and here you are. A coincidence. Ah, my fate, it seems, is not my own to call. My soul is bound to Julius and Peter's, purged of my source by the wickedest of witches. I stand enthralled to her every whim. She has only to command, and my traitorous body complies. The witch Rudecca. I was in love with her once. For the smallest slight, really a trifle, she wielded a purging wand against me. Diese Schlampe, die kann
ganze Musik, die She trekked far underground beneath a nearby tower, seeking ingredients for her vile potions. Was habe ich hier eigentlich alles für Potion? Magische Rüstung, Wasserresistenz, Luftresistenz, Telekinese. Wieso ein Ding, was mir Telekinese gibt? There is much goodness within you, but this task would not be easy. Redeca is a canny one. Cat to your mouse. She consumed all my souls with a purging one. So long as she holds it, she has absolute control over you. If you could retrieve it for me, I could be free again. You would have my gratitude, and whatever aid I can then offer to you. XP! Da haben wir noch einen Weg. Lalalala. Okay, also ich habe mich teleportiert. Du kannst natürlich auch laufen, wenn du willst. Der Weg ist jetzt nicht so weit. Ich höre da drin schon wieder alles explodieren. Ich hab noch gar nichts gemacht. Dann war es irgendwo draußen. Vorwärts! Schnell durchlaufen! Nur die Harten kommen in den Garten! Ich werde geheilt! Wie viele kommen am Ende an? Das ist dir nicht frei. Takeshi's Castle Extreme. Moment, muss ich mal einfach kurz die. Wollen wir vielleicht mal versuchen, so einen Dreierangriff direkt auf Olle zu machen? Also bevor wir überhaupt ins Gespräch mit ihr gehen? Ich bin doch schon weit voraus. Warte bitte auf mich, ich komme auch mit. Da, am besten dann mit einzählen. Auf drei, also jeder wählt einen Skill aus und auf drei ballern wir alles auf die. Ein Skill? Nee, ich denke, ich würde einfach Rechtsklick machen. Ey, hier geht Christian! Ich hasse dieses Pathfinding. Okay, Dennis. Eins. Warte. Der Zwerg kann auch noch. Wo ist die Olle? Nee, der Zwerg sieht, steht auch direkt vor mir. Moment. Okay, Dennis. Oder? Ja. Okay. Christian, du zählst wieder ein. Okay, dann. 3, 2, 1, go! Überraschung! Die hat keine, so gut wie keine Rüstung mehr. Die steht jetzt auch da. Hm. Die legt sich jetzt auch erstmal so. Ich bin hier pretty much im Stiefelkreis. Die denkt sich erstmal, die Steine, die Felsen um mich herum, wo sind die? Das Spiel muss jetzt auch erstmal klarkommen. Ja! Guck mal, Dennis ist vorne gegen. Das war der taktischste aller Heats, die wir hier gemacht haben. Ich hoffe, die läuft gleich nicht irgendwie zu weit weg oder so. Ich hab's gerade noch gesagt. Keine Sorge, kriege ich den Alter. Ich glaube, wir alle kriegen die da oben. It was me, Radeka. It was me all along. Moin. So, als erstes. Dann knall ich die alle rein. Und dann. Tschüss. Moin! Okay. Die hatte keine physische Rüstung mehr und hat von mir auch noch einen direkten Crit kassiert. Also. Das war schön.
Ne, der Dreierangriff war der schönste gerade an dem Kampf. Ich fand den nice. Sehr ruhig, Handy. Mach den Moment nicht kaputt. Jetzt ein Dreierschlag auf den Hit. Oder so. Weiß. Oh, du hast keine Rüstung mehr. Bodycheck! Und nochmal drauf hauen! Und die ganzen Insekten sowieso, hey, Momente! Wie... Noch ein. Oh, jetzt ist es verfluchtes Blut. Das war das Produktivste, was der Kämpfer jemals gemacht hat. Ja, ich erinnere mich noch an den einen Kampf, wo der die ganze Zeit nur gegen ja, wo er diesen Helden abgeschossen hat, das war echt lustig. Ja, wer ist unsichtbar geworden? Unsichtbar werden, das ist nur was für Elfen. Guten Abend, gute Nacht. Mit einer Chloroformflasche bitte. Die GEMA steht wieder zu. Wenn sie das jetzt auch noch claimen, dann keine Ahnung. Es muss doch irgendwo mal eine Grenze geben. Ich hab das Ding gerade einschliffen lassen, damit es nicht drankommt. Und ein erster Impuls ist es wieder, ist auf zu fängen. Ist halt Dennis, also wenn Dennis kämpft, will er kämpft Dennis. I'm sorry. Taktik, was ist das? Wer braucht das? Warum gibt das denn? Jetzt zünden wir auch noch alles an. Gut. ist fast das gleiche wie schlafen, also. Ich finde eigentlich, so das könnte der eigentliche Name von diesem Let's Play sein, so. Jeder von uns müsste es so synchron einsprechen. I yield to none. Wir sind alle einzigartig. warte. Wenn ich jetzt hier hingehe. Nein, 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 das sind 3 AP. Das wollte ich nicht. Ja. Schilde hoch. Das kostet 2 AP. Verdammt. Nein, der ist außerhalb meiner Zielreichweite. Ich kann ihn nicht berühren. Das ist eine blöde Idee. Das ist auch keine geile Idee. Ja, dann spar dir auf den Hund. Ach, das macht ja keinen Schaden, stimmt ja. Ja, und wird durch physische Rüstung blockiert halt. Ja, ich dachte, es macht halt Damage, wird die physische Rüstung senken, aber. I-A-U-A-A. Da warte nur, bis ich zu dir komme. Arsch. Der war One-Shot! What the fuck? Ja, ich beende aber meinen Zug, ne? Bruder, was ist los? Nothing to do here. Alter, wisst ihr doch, wie arschlange wir bei dem ersten Mal kämpfen, die gebraucht haben? Oh, war das nicht auch auf klassisch? Ja. Ich glaube, auf klassisch gehört. Ja, aber Entdecker ist jetzt nur eine Stufe leichter, also. Ja, halt, das habe ich jetzt hier auch nur eingestellt, damit wir hier den ersten Akt ein bisschen zügiger hinter uns kriegen. Aber das mit der Hexe war echt schön.
So, Olle. Stell dir vor, wir vier hätten das alles komplett durchziehen können. So ein schöner Angriff. Das wäre bestimmt richtig geil gewesen. Ich besitze die Fähigkeit schon, also schicke ich das mal an Lars. Vielleicht kann er es ja irgendwann mal gebrauchen. Das identifiziere ich, das identifiziere ich, das auch. Und Gold. Meins. Hat die irgendwo diese Rose? Diese Blutrose? Ja, die Blutrose habe ich aufgesammelt. Ist das besser als. Das ist nicht besser als das, was Zwerge hat, oder? Ah, den Stab, den hattet ihr auch von hier? Ja, den müsst ihr kurz aufgehoben. Ja, habe ich aufgehoben. Okay, es ist leicht besser, aber. Kannst du mir die Rose mal schicken? Stern. Nee, warte. Das da. Und Lose. Blutrose. So, ja, dann. Okay, das ist auch für einen von euch bestimmt interessant. Gut. Für Lars wäre das vielleicht gar nicht schlecht, wenn du wieder ein bisschen auf Nekromant gehen wollen würdest. Hier die Robe, die ich da aufgesammelt habe. Habe ich gerade identifiziert. Doch. Ich muss das mal hier runter scrollen, wenn mich das Ding noch scrollen lässt. Sturm heißt die. Nekromant, die ganz beschwören. Ne, ich habe eine mit zwei beschwören. Ich werde dann mehr beschwören. Okay. Drachenschnur, der Ring für jemanden von euch? Ist auf jeden Fall besser als der eine Ring, den ich habe. Dennis, wie sieht's bei dir aus? Entschuldige, ich war hier gerade am Kombinieren. Um was geht's gerade? Um den Ring in meinem Inventar. Ring. Nee, ich denke, den kannst du verkaufen. Nee, dann schicke ich ihn an Lars. Oder du gibst ihn ihm. Oh, ja, oder halt. Für Lars so. Danke. Ich hab kurz über das Verkaufen nachgedacht. Ja, die will doch sowieso niemand wird verkaufen. Doch, ich verkaufe halt sehr viel günstiger. Also, wir können so lange mit dem Drachen reden. Ich sag mal, der ist schon, wir haben hier. Wo ist mein Zwergi? Da hinten. Wir haben hier Sachen gefunden, mit der wir Sachen ficken können. Ey, Gabriel. Komm her, du blödes Arschloch. So, auf zum Drachen. Dragon. Soll ich auf dich warten, Dennis, oder? Ich bin gerade am rausgehen. Oder bist du schon draußen? Ich bin beim Drachen. Ich bin so da. Obwohl, ja, ich kenne diese Quest, also kannst du das schon aktivieren. So, die bewegen sich jetzt alle zu dem Camp. Am Bahnsteig gibt es ja noch hier den Captain Sex. Sex. Ja, den machen wir noch und dann können wir das Camp gedöns heute machen. Slain rears back in eagerness, grasping the purging wand with razor sharp claws. Before your eyes, the source from within the wand surges into his draconic form, filling him with a light so bright that you must shield your eyes from the glare. The blazing brightness dies down. Dann haben wir auch hier soweit alles. Dragonite. Er kommt straight aus Dota, Jungs. Ich
this vile place will be little more than a sunny island. Perhaps before we're done, we can return it to Sachester. Knowing such a steadfast and noble soul offers help to those in need gives me great comfort. I'd like when you are truly at a loss, when you have no choice but to back down, hence, you will be shattered. This, all of my thanks are yours, and yours alone. Da habe ich jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Well, my friend. What happened? Was ist schon? Slane smiles at you and turns to leave. He takes no more than a few steps before he shimmers out of lizard form, blurring in midair back into a majestic dragon that soars away.